Für Schalke gilt, den Ligafrust irgendwie abschütteln und in den Pokalmodus wechseln. Nach 6 Sieglosspielen in der Bundesliga trifft Königsblau im Pokalviertelfinale auf den denkbar schwersten Gegner. Der FC Bayern kommt auf Schalke. Ich glaube, die Rollen sind klar verteilt und das Schöne am Fußball ist, dass du trotzdem nie genau weißt mit 100%, wie so ein Spiel ausgeht. Und das ist das, was wir wollen. Die Jungs haben 3 fantastische Leistungen gezeigt im Pokal und haben sich dann damit in das Viertelfinale gebracht. Und jetzt wollen wir dieses Spiel spielen. Bayern München ist immer extrem schwierig. Das geht jedem so. Aber wenn Bayern München, dann im Pokal und zu Hause. Und dementsprechend ist es genau das, was wir angehen werden mit all dem, was wir haben. Zuletzt schwache und enttäuschende Ergebnisse, dazu viele verletzte Leistungsträger. Das alles gilt es nun auszublenden. Es ist ein Pokalviertelfinale, das bleibt stehen. Und da geht es darum, Zähne zu zeigen, weil man würde dann gerne auch ins Halbfinale kommen. Ausblenden möchte man allzu gerne auch die Thematik Alexander Nübel. Doch so leicht ist das nicht. Seit der Bekanntgabe des Bayernwechsels steht er noch mehr im Fokus. Nach seinem Fehlgriff in Köln waren lautstarke Nübel-Rausrufe zu hören. Also ich glaube, das ist mehr oder minder selbsterklärend. Wenn jeder versucht, sich in den Menschen, und jetzt spreche ich nicht vom Sportler, sondern in den Menschen Alexander Nübel hineinzuversetzen, was ihm da widerfahren ist, dann ist, glaube ich, relativ selbsterklärend, wie es ihm geht, beziehungsweise was das mit einem macht. Also ich glaube, da sind alle Worte zu viel, weil das so eindeutig ist. Ob er im Pokal gegen Bayern in der Startelf steht, wollte Trainer David Wagner noch nicht kommentieren. Für Schalke gilt so oder so, Ligafrust irgendwie abschütteln und in den Pokalmodus wechseln.